Welches Video könnte man als nächstes machen? Vielleicht eine Art Sitcom, wo alle Charaktere irgendwie in einem Raum gefangen sind und... Digga, was hattest du für Videos hoch? Duelle analysiert wollen wir sehen. Chill, Bruder, chill, chill. Okay, ich mach, chill. Ganz ruhig. Okay, dann also Kaiba gegen Noah. Zur Info, dieses Duell findet in einem Lavabecken statt. Kaiba ist dran und beschwört Riesenkeim und setzt das Kartenvernichtungsvirus. Während Kaiba für uns dummen Zuschauer zum x-ten Mal erklärt, was diese Karte macht, sehen wir, dass er vier Karten hält, was eine zu viel ist. Noah ist dran und beschwört Chiron, der Magier. Währenddessen rasen Yugi und seine Freunde auf einer Draisine, ja, so nennt man diese Teile, ebenfalls zum Schauplatz des Duells. Nein, das passiert natürlich nicht, auch wenn wir uns das alle wünschen. Noah aktiviert den Effekt von Chiron, wirft eine Karte ab, oder halt zwei, und zerstört Kaibas gesetzte Karte. Nun greift Noah das Virus an, zerstört es und Kaiba bekommt den entsprechenden Schaden. Frag mich nicht, warum Kaiba das Virus nicht einfach gesetzt hat. Falls du denkst, er hat das gemacht, um Noah zu einem Angriff zu ködern, wäre das ganz schön dumm, da Kaiba sein Kartenvernichtungsvirus zu jedem Zeitpunkt, den er will, aktivieren kann. Nicht nur, wenn der Gegner angreift oder so. Kaiba Spezial beschwört nun ein zweites Riesenkeim. Noah erhält aufgrund des Effektes 500 Schaden. Außerdem hält er hier 5 Karten, was eine zu viel ist. Aber das kann ich ihm verzeihen. Dieses Kiddy hat wahrscheinlich erst vor kurzem überhaupt gelernt zu zählen. Kaiba ist dran und benutzt seinen Keim als Tribut, um Vampirlord zu beschwören. Kaiba greift an und zerstört Chiron. Noah bekommt den Schaden. Dank des Effektes zwingt Kaiba Noah nun, ein Monster von seinem Deck auf den Friedhof abzulegen. Noah droht nun, Kaibas Monster zu zerstören, woraufhin Kaiba etwas sehr Dummes schreit. That fanged freak of yours is about to take his own trip to the card graveyard now. But you have no monsters! Kaiba, Noah musste nur ein Monster von seinem Deck auf den Friedhof legen. Warum sollte er nicht noch mehr in seiner Hand oder in seinem Deck haben? Noah ist dran und spielt Spalt, was Vampirlord zerstört. Nun spielt er ein fiktives Monster, Kaiba. Siehst du? Er hat mehr als nur zwei Monster in seinem gesamten Deck. Also, Noah hat das fiktive Monster Aeris gespielt, was langweiliger gar nicht aussehen könnte. Er greift Kaiba direkt mit 1800 ATK an. Zum Abschluss setzt er eine Karte. Kaiba ist dran und Vampirlord kehrt zurück. Kaiba beginnt daraufhin, noch mehr Unsinn zu reden. They can't be destroyed. My vampire lord possesses the power of immortality, you fool. So when he's sent to the graveyard, he comes back. Erstens weiß er wohl nicht, dass Vampire mit einem Pfahl durchs Herz sterben. Zweitens kann Vampirlord verbannt werden, wodurch er nicht mehr zurückkehrt. Drittens kehrt Vampirlord nur zurück, wenn er durch einen Effekt zerstört wurde. Wenn er von einem Monster besiegt wird, war es das für ihn. Kaiba beschwört nun Schieferkrieger. Noah aktiviert daraufhin Erdrüttler, wodurch Kaiba eines seiner zwei Monster zerstören muss. Erdrüttler hat nämlich den Effekt, dass bei zwei unterschiedlichen Eigenschaften der betroffene Spieler eins wählt und daraufhin alle Monster mit dieser Eigenschaft verliert. Kaiba wählt Vampirlord, was die einzig richtige Entscheidung ist, da so Vampirlord ja wieder zurückkehrt. Nun greift er mit seinem Schieferkrieger an, zerstört Noahs langweiliges Monster und verpasst ihm 100 Differenzschaden. Noah ist dran und spielt die fiktive Karte Große Flut, wodurch alle Monster auf dem Feld und in den Friedhöfen beider Spieler runtergespült werden. Der einzig logische Gedanke, den man hier normalerweise hat, ist, dass die Monster verbannt werden. Doch das wäre in diesem Fall nur halb richtig. Spoiler, die Lösung ist Anime-Bullshit. Noah präsentiert nun seinen Deckmaster, Hinatos Arche. Diese Karte gibt es nicht wirklich. Es gibt zwar die Karte, doch diese ist eine Ritualzauberkarte. Na, habt ihr es gemerkt? Bibelreferenz. Sein Name ist Noah und sein Deckmaster ist eine Arche. Noahs Arche. Bibel. So clever. Und das war's mit diesem wieder zugegebenermaßen etwas kurzen ersten Part dieses Duells. Nächste Woche geht's weiter. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.